Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 13. Part von Fahrenheit. Wir sind jetzt an einer unterirdischen Geheimbasis. Irgend so ein Typ hat uns hier reingeführt und jetzt sind wir hier mit dem kleinen Mädchen, von dem wir leider nicht mal den Namen wissen oder so. Ich nenne sie einfach mal Samantha. Samantha und Carla. Das ist halt ein U-Bahnhof, also ein Bahnhof halt, ein stillgelegter. Wo will der uns hinführen, hä? Der will bestimmt uns nur beklauen, Alter. Guck euch den mal an. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Zeig mal dein Gesicht, Bro. Moment, ich laufe mal kurz nach vorne. Drehen wir kurz auf die Kamera. Solltest du mir bekannt vorkommen? Du kommst mir nämlich kein Stück bekannt vor. Haben wir dich schon mal jemals gesehen? Du kommst mir auf jeden Fall nicht bekannt vor. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Nee, überhaupt nicht. Aber er hat einen sehr swaggy Bart und eine sehr swaggy Brille und einen sehr swaggy Hut. Also du hast... Ja, kein Gegenargument, ihm nicht zu folgen. Man ist ein Fremder und könnte uns abstechen wollen, aber... Nee, bei dem Hut, bei der... Brille, bei dem Bart, da kann man einfach nicht Nein sagen, ja. Auch wenn ihr Probleme habt mit Frauen oder so, wachst euch, lass euch einen coolen Bart wachsen, holt euch so eine coole Mütze und so eine Brille und die können gar nicht mehr Nein sagen, ja. Das ist einfach so, das ist einfach Real Talk. So, jetzt, da stehen noch mehr. Mann. Weißt du, wer dieser Mann ist? Keine Ahnung. Er sagt mir, wir sollten ihm folgen. Jade. Und das ist sie? Ach, sie heißt Jade, sie okay. Sie ist das Indigo-Kind. Sie heißt Jade. Sie spricht nicht. Ich habe das Gefühl... Ich dachte mich gerade, heißt sie vielleicht Jade, wenn oben Jade steht, deshalb wollte ich es mal ausführen. Und? Was machen wir jetzt? Was sollen wir schon groß machen? Folgen wir ihm. Okay, jetzt sind sie das kleine Kind. Kleine, ja, kannst du mal ein bisschen reden hier? Ich meine, so wie glasige Augen, er guckt einfach nur so, Das ist einfach stoned. Willkommen im Lager der Unsichtbaren, Lukas. Setz da ist der Penner! Ans Feuer. Ich wusste doch, dass du irgendwas damit zu tun hast. Die Unsichtbaren? Okay, also ich meine, ich sehe euch aber. Das ist das Riesenproblem bei eurer Namenswahl. Unsichtbare. Sie nennen sich selbst die Unsichtbaren? Wir sind alle obdachlos. Obwohl wir in jeder Stadt anzutreffen sind, nimmt niemand von uns Kenntnis. Dadurch sehen wir, ohne gesehen zu werden. Und können unsere Mission unbemerkt durchführen. Eure Mission? Agatha. Neben dem orangenen Kleid gibt es noch einen. Stimmt's? Oh, jetzt habe ich anscheinend falsch ausgewählt. Das Wesen, das Agathas Äußeres annahm, wollte das Kind auch. Wir haben den Lila-Clan selbst den Lila-Clan entdeckt. Wir wissen kaum etwas über ihn. Vermutlich haben einige KIs in den 80ern übers Web eine Art Bewusstsein erlangt. Sie wollen das Indigo-Kind, um auf der Erde die vorherrschende Lebensform zu werden. Zuerst die Dinosaurier, dann der Mensch und jetzt die künstliche Intelligenz. Was jetzt? Und? Was machen wir nun? Wir müssen das Indigo-Kind zu einer Chroma-Quelle bringen. Damit es auch dieses Chroma nur kriegt. Dort verkündet es seine Nachricht und erfüllt die Prophezeiung. Okay. Ich dachte jetzt, dass es Macht kriegt und nicht mehr sterben kann oder so. Auf unserem Planeten sind nur 3 solcher Quellen bekannt. Die nächstgelegene befindet sich in einer alten Militärbasis namens Wichita. Wichita? Ja, wollte ich gerade sagen. Da bin ich geboren. Meine Eltern waren Wissenschaftler. Ah, sind jetzt mal Wissenschaftler, deshalb ist er da aufgewachsen. Dann war das bestimmt die Chroma-Quelle, die wir da entdeckt haben damals. Ein Artefakt entdeckt, das nicht menschlichen Ursprungs war. Wie sich herausstellte, war es eine Chroma-Quelle. Wir müssen das Indigo-Kind schnellstens dorthin bringen. Das ist das Chroma. Bevor es dahin sieht und stirbt, ohne die Nachricht verkündet zu haben. Wann fahren wir los? In 2 Stunden. Sobald euer Fahrzeug fertig ist und wir genug Benzin für euch gefunden haben. Sehr wahrscheinlich werden der orangene Clan und der lila Clan in Wichita schon auf euch warten. Sie schrecken vor nichts zurück, um euch daran zu hindern, das Kind mit dem Artefakt zu vereinen. Wir werden uns um das Kind kümmern und versuchen, es mit etwas Chroma aufzupäppeln. Da hinten im Waggon sind ein paar Matratzen. Ihr solltet euch etwas ausruhen, bevor ihr aufbrecht. Ihr habt eine lange Reise vor euch. Okay, aber der Orangen, der Lila-Clan wird sich ja selber.
bisschen battlen, schätze ich jetzt einfach mal. Vielleicht können wir da irgendwie einen Vorteil draus schlagen, dass die zwei Clans ist, glaube ich, die Mehrzahl, ja. Ja, Clans. Ich bin todmüde, Carla. Ich befolge Bugards Rat und leg mich schlafen. Oh, das ist ein AK. Ich kann auch nicht schlafen. Ich schaue mich noch um, bevor... Finde ich gut, denn das wollte ich nämlich tun. Ja, wie gesagt, vielleicht können wir da irgendwie einen Vorteil draus ziehen, wenn die sich da battlen. So, steh mal auf. Genau, umgucken möchte ich mich. Da ist hier noch eine schöne Karte oder sowas, die eigentlich eher Lukas brauchen könnte, weil er ziemlich am Arsch ist. Hier reden kann ich mit den Leuten nicht. Hier geht's auch nicht rein. Ist das ein Radio? Ein altes Radio? Ja. Wenn ich das wieder in Gang bringe, könnte ich vielleicht Neuigkeiten von der Oberfläche erfahren. Sieht durchaus funktionstüchtig aus. Ich brauche bloß Batterien und eine Antenne. Batterien und Antenne, alles klar. Wir können nur durch die Tür nicht rein. Ah doch, guck mal, hier kommen wir rein. Da ist eine Taschen... Nee, ach, sind es Batterien. Ah, in der Taschenlampe sind Batterien. Taschenlampen. Ich nehme die Batterien von einer für das Radio. Ja, nachher geht alles Strom aus, wir haben kein Licht mehr. Feuer geht aus, sondern hast du uns alle in den Tod geschickt, weil wir keine Taschenlampe haben, ne? Rausfinden ist gar nicht so einfach in solchen Zugwaggons. Kommen wir dann echt nicht hier rein oder bin ich einfach nur so doof dagegen? Guck mal, wir kommen hier rein, dachte ich mir schon fast. Ah, plus eins, das ist sehr gut, weil wir hatten noch eins und ein Leben ist ein bisschen knapp. Ah, komm, los hier! Okay, Feuer, Kalaschnikow. Hier kommen wir auch noch rein. Gehen wir da rein. Vielleicht liegt hier eine Antenne. Ah, da könnte ich mich hinlegen. Will ich es aber nicht. Ich möchte eine Antenne finden. Da. Eine Eisenstange. Eine perfekte Antenne für das Radio. Ja, wunderbar, meine Freunde. Ist hier noch irgendwas zu entdecken? Ah, guck mal da unten, Alter. Da ist eine Karte. Die schnappe ich mir natürlich noch kurz. Plus 20, Alter. Wie gesagt, es hätte eigentlich eher Crane gebraucht. Also Lukas. Weil er ja ziemlich am Arsch ist. Ich glaube, ihr geht es gar nicht mal so schlecht. Aber es hat diese halt, ne? Lukas wollte sich ja gleich hinlegen, der faule Hund, ne? So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zum Radio und versuchen, das Ganze zum Laufen zu bringen. Da haben ja alles, was sie gesagt hat, was wir brauchen. Batterien und eine Antenne. Also, hoffen wir mal, das klappt. So, Batterien sind drin. Dann packen wir die Antenne drauf. Beziehungsweise die Eisenstange, die jetzt als Antenne dient. Müsste es funktionieren. Dann mach mal an. Zwei Drittel des Landes sind heute Morgen ohne jegliche Stromversorgung. Wo immer Holz zu finden ist, wird es von der Bevölkerung als Brennholz genutzt, um sich vor der Kälte zu schützen. Schon in nur wenigen Tagen werden auf dem Planet erneut steinzeitartige Felsen. Die Regierung hat den Notstand Stufe 1 ausgerufen. Die Armee ist im ganzen Land damit beschäftigt, Plünderungen zu verhindern. Um denen zu helfen, die aufgrund der Kälte ihre Häuser verlassen mussten. Mehrere hunderttausend Männer wurden den Rettungsdiensten zugewiesen, um zu versuchen... Alle Ozeane weltweit werden bald vollständig von Eis bedeckt sein. Der Atlantische Ozean ist bereits so gut wie zugefroren und in der Mitte des Pazifischen Ozeans bleiben nur noch einige hundert Kilometer, die noch nicht von den Eisschollen bedeckt sind. Wenn die Temperaturen weiterhin sind... Glaubt mir, bei so einer Kälte... Okay, das ist jetzt so ein christlicher Sender. Ihr seid alle Sünder, im Augen des Herrn Sünder. Ungläubigen und bösen Taten überdrüssig geworden. Und er wird die Erde von den Unwürdigen befreien und den Anbruch eines neuen Zeitalters verkünden. Genau wie er es bei der Sünde war. Könntest du den Radiosender wechseln, dass wir ihm... Keine Angst, ah, komm, ich weiß. Die Apokalypse. Wetterbericht. Die Zukunft der Erde entscheidet sich morgen in Wichita. Ja, allerdings, wenn die verkacken.
sind wir alle tot. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt tatsächlich mal hin. Und auch die liebe Carla könnte ein bisschen Schlaf vertragen. Würde ich doch einfach mal behaupten. Noch immer wach? Ja, ich bin zu angespannt. Ich kann kaum glauben, dass morgen alles zu Ende sein soll. Felder, Wälder, Städte. Alles soll unter dem Eis verschwinden. Und was ist mit uns? Es wird sein, als hätten wir nie existiert. Als hätte nie etwas Bedeutung gehabt. Hast du Angst zu sterben? Jetzt nicht mehr. Na. Falls wir beide morgen sterben müssen, sollst du eins wissen. Ich bedauere sehr, dass wir uns unter diesen Bedingungen kennengelernt haben. Vielleicht, wenn mir alles anders gekommen wäre. Da bahnt sich was an. Ja, warum bloß? Oh, plus 20. Oh, meine Freunde. Lukas geht's auch gleich mal ein bisschen besser. Ich meine, da wäre ich auch nicht depressiv bei so einer schönen jungen Dame. Mit der man da ein bisschen Spaß hat, ne? Man muss ja auch mal vor der Apokalypse noch ein bisschen Spaß haben. Ist meine Devise fürs Leben? Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind wieder Kinder. Unsere Eltern scheinen sich zu unterhalten. Gehen wir mal. Genau, lauschen. Er wusste, dass die Halle brennen würde, John. Da bin ich sicher. Aber er hat das Feuer trotzdem nicht gelegt. Nein, Mel. Das ist einfach unmöglich. Sieh's doch ein. Niemand kann Sachen sehen, bevor sie eintreten. Dies Artefakt sendet eine Strahlung aus, die uns noch immer unklar ist. Vielleicht bewirkte sie etwas bei Lukas. So ein Blödsinn. Wir haben alle untersucht, die jeder mit in Berührung kam. Und niemand wies was Besonderes auf. Und außerdem, wenn es am Artefakt läge, wären wir alle bestrahlt und hätten irgendwelche Fähigkeiten. Mit einem Unterschied. Ich war mit Lukas schwanger, als ich zuerst dorthin ging. Lukas wurde von dem Artefakt bestrahlt, als er noch in meinem Bauch war. Das ist doch lächerlich, Mary. Mir reicht's. Ich geh erst mal raus, bis du dich abgeregt hast. Lukas? Was machst du da? Lukas? Lukas! Okay, da wurden wir beim Lauschen erwischt. War das uns, war es Vater und Mutter? Ich schätze. Also Mutter auf jeden Fall, klar. Ich meine, sie war ja schwanger. Minus 60 Grad, Alter, what the fuck? Und da fahren wir also. Ich, Carla und Jade. Ich konnte mir den Namen merken, da bin ich so stolz drauf. Fahren zu Lukas alter Heimat, kann man da ja ist die sagen. Halle. Sieht alles verlassen aus. Anscheinend waren wir schneller als das Orakel und der Lila-Clan. Sie sind ganz in der Nähe. Ich kann sie spüren. Jade ist bewusstlos. Sie hält nicht mehr lange durch. Die Zeit wird knapp. Bist du sicher, dass ich nicht mitkommen soll? Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Ich möchte dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Sei vorsichtig. Ich brauche dich. Okay. Wenn ich in 15 Minuten nicht zurück bin, gehst du zu Bogart zurück. Er wird dich beschützen. Und wie ich immer noch... Lukas läuft... Okay, wobei, Lukas spielt wahrscheinlich keine Kälte mehr. Da er tot ist. Aber auch sie immer nur noch in diesem dünnen Winter. Und die Kleine mit offenen Beinen. Nun gut, das könnte ein bisschen kalt sein.
Aber vielleicht spürt auch sie nichts. Keine Ahnung, sie redet nichts, sie macht nichts, sie ist bestimmt schon irgendwie... Keine Ahnung, was für ein Zustand. Sie ist auf jeden Fall in keinem Guten. Vielleicht spürt sie das alles gar nicht mehr. Und wir kämpfen uns jetzt hier durch das wilde Schneetreiben. Um zu versuchen, in diese Basis zu kommen. Wahrscheinlich wieder durch das Loch von damals. Ah, nee, ja, stimmt, das war eine Tür hier. Stimmt, das Loch war bei dem, wo angefangen hat zu brennen. Hier war es eine Tür. Und go. Okay. Huch. Also, muss ich, glaube ich, ja, Aufzug. Ich bin mir fast sicher, dass gleich zumindest einer der Clans auftauchen wird. So, und hier soll die Quelle sein. Bekommst du nicht. Dein unbedeutender Part ist vorbei. Du kannst nun das Spielbrett verlassen. Wir danken dir für alles, was ich nicht. Du getan hast. Und jetzt ist wieder Action. Und jetzt kommt Quicktime Events mit 2 Leben. Ausgewichen. Okay. Boah, das geht aber schon. Wow, ich drücke echt. So wie vorhin, aber ihr seht, wie langsam das geht. Okay. Alles klar, ich verstehe. War gerade ein bisschen verwirrt, weil dann kam auf einmal wieder das und ich dachte mir, wow. Dann gerade eine Art Macht oder Energie oder sowas auf. Das heißt, ob wir zu Vegeta werden oder so. Keiner, ich kenne mich damit nicht aus. Zu Son Goku werden wir, genau. So sieht's aus. Okay. Einmal vielleicht noch. Das sind immer fast die gleichen Events. So, und jetzt kommt. Okay, doch noch einmal. Und jetzt haben wir die Leiste voll. Okay, noch einmal. Wir haben es geschafft. Aber es gibt doch noch einen Clan. Fuck. Tschüss. Warum arbeitet das Militär für das Orakel? Das ist doch das Militär, oder? Dich. Du bist noch dickköpfiger als wir anderen Menschen. Aber das Spiel ist aus. Du und deine Rasse sind am Ende. Ihr minderwertige Spezies werdet aussterben, genau wie einst die Dinosaurier. Wir, die künstliche Intelligenz, werden die neue dominierende Rasse auf diesem Planeten sein.
Mit Hilfe des Geheimnisses des Kindes werden wir alles wissen. Wir werden mächtiger als die Götter sein. Okay. Komm. Hat funktioniert? Okay, nochmal. Komm schon, Lukas. Funktioniert? Okay, wir das Spielchen. Gescheitert, ja. Die Temperaturen sinken kontinuierlich. Sieht nicht so aus, als nähme dies je ein Ende. 3/4 der Menschheit sind bereits umgekommen. Der Rest wird Tag und Nacht von den Maschinen gejagt. Wir sind gezwungen, wie Ratten unter der Erde zu leben. Der Lila-Clan hat die Herrschaft über den Planeten übernommen. Seitdem er das Geheimnis des Indigo-Kinds erfahren hat, kann nichts und niemand ihn aufhalten. Carla und ich haben bei Bogart und dem Unsichtbaren Zuflucht gesucht. Sie ist das Beste, was mir seit langem passiert ist. Gestern erfuhr ich, dass sie schwanger ist. Vermutlich seit jener Nacht in Bogarts Untergrundbasis. Das bedeutet, dass unser Kind vom Chroma in die Cheetah bestrahlt wurde. Genau wie ich damals im Leib meiner Mutter. Das Chroma hat mich zu einer Art Held gemacht. Wir versuchen, die KI-Maschinen zu zerstören, aber unsere Chancen sind natürlich gering. Selbst wenn wir sie besiegen könnten, müssten wir wegen der Kälte weiter unter der Erde liegen. In meinen Träumen sagt mir eine Stimme, unser Kind sei das nächste Indigo-Kind, der Retter der Menschheit. Ich versuche wegzuhören. Vorerst muss ich meine Frau und mein Kind beschützen. Was überlegst du, Lukas? Oh, nichts. Gar nichts. Ende. Das war's. Keine Mucke. Wir haben eine schlechte, also das, ich schätze mal, dass, also es war, ich weiß nicht, ob es noch ein schlechteres Ending gibt, aber es war ein recht schlechtes Ending. Also ein Ending mit noch ein bisschen Hoffnung, aber es war recht schlecht. Weil wir das letzte Quicktime-Event verkackt haben, tatsächlich. Finde ich ein bisschen, also finde ich ein bisschen ja, nicht so gut, sich jetzt nicht scheiße sagen, weil das alles von einer Aktion ab. Das weiß ich halt nicht, ob es jetzt wirklich nur von dem Quicktime-Event abgehangen ist. Dass wir da das verkackt haben, dass wir schlechte Ending gekriegt haben. Da bin ich halt eher ein Fan von, dass es durch verschiedenste Entscheidungen ein Ending zusammengeführt wird. Dazu muss man sagen, dass das Spiel von 2005 ist. Vielleicht war da die Möglichkeit noch gar nicht so krass dafür. Sowas war auch einer der Vorläufer dieser Art von Spielen, muss man ja sagen. Ja, aber das war's. Das war Fahrenheit. Und wir kommen natürlich zu einem Fazit, das nicht so lang ausfallen wird, das Spiel auch nicht so lang ist. Wir haben jetzt 13 Fahrzeuge, also knapp 6,5 Stunden circa, wenn wir den Bibliothek-Fail wegrechnen, das ist noch ein bisschen weniger. Ja, mir hat das Spiel an sich richtig gut gefallen. Die Story war richtig gut. Ich fand halt
Eigentlich bin ich kein Fan von diesen von so abgefuckten Sachen, von so abgespaceden Sachen, bin ich eigentlich gar kein Fan. Aber was ich richtig gut fand, war, dass am Anfang war es noch ein bisschen so down to earth, so ein bisschen. Also klar, natürlich mit Visionen und sowas, da kommt, denke ich mal, drauf an, wie man da echt drauf so eingestellt ist. Ob man sagt, es gibt sowas wie Dämonenbesessenheit und sowas. Da kommt es ein bisschen davon, ob man das schon zu abgespaced findet oder so. Aber das fand ich noch down to earth, also noch normal halbwegs. Und es wird dann immer abgespaced und dann kam diese KI und das Orakel und du bist einfach nur so, boah. Das fand ich richtig gut. Und das fand ich richtig gut von der Story her, dass es eben diesen Bogen hatte von halbwegs normal bis hin zu übelst abgespaced. Das fand ich richtig gut. Die Dialoge waren zum größten Teil gut. Vielen Dank aufs paar Dialoge, Stellen, wo ich dachte, hätte man besser schreiben können. Aber an sich gute Dialoge. Und ja, ein Vorreiter dieser Art von Spielen, diese Art von Spielen, die ich ja sehr, sehr mag. Auch Heavy Rain und Beyond the Souls stehen auf meiner Liste, der Spiele, die ich irgendwann mal playen möchte. Kann aber mal ein bisschen hinsehen. Ja, weil ich diese Art von Spielen super mag. Man sieht es daran, dass ich Telltale Games ziemlich alle Let's Play habe und auch jetzt mal das erste Spiel von Quantic Dream, wo ich das gerade davor schon zum Podcast gegeben habe. Aber also auf jeden Fall eines der ersten. Das erste ist, glaube ich, ein guter Erfolg hat auf jeden Fall. Das erste, was ich kenne, sag ich so. An sich, also das Spiel hat es eigentlich gut gefallen. Klar, Gameplay ist jetzt nicht so großartig wie Quicktime-Events. Da ist auch ein kleiner Kritikpunkt eben, zum Beispiel das in dem Restaurant. Da musste ich mich zu sehr auf die Quicktime-Events konzentrieren, als dass ich mich gescheit umgucken konnte. Klar, man hat alles mitbekommen irgendwo. Aber ja, man hätte es ein bisschen anders machen können. Oder von mir ist die L1, R1 Quicktime-Events in diesen Situationen wären vollkommen okay gewesen, weil man sich da nicht so konzentrieren muss auf den Bildschirm. Auf diese Stelle des Bildschirms und auch nicht so viel vom Bildschirm verdeckt. Ansonsten waren die Quicktime-Events ganz gut. Es waren halt nur zwei Arten. Es waren Sticks in eine beliebige Richtung drücken, also in der Richtung, die dann da steht, und eben L1, R1 spammen. Ist vollkommen okay. Am Anfang waren die Quicktime-Events mit den Sticks echt hart. Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt am Ende auch nochmal verkackt. Also sie sind jetzt nicht super einfach, für mich zumindest. Da gibt es viele Leute, die da krass und alle super drin kriegen. Für mich nicht, aber ich fand es vollkommen okay, so ein Gameplay zu haben. Ich wusste auch, dass es so ein Gameplay ist, und das muss man auch wissen. Wenn man jetzt erwartet, boah, ich krieg übelst das Spiel hier raus und übelst viel Gameplay und keine Ahnung. Nee, das ist es nicht, es ist ein interaktiver Film. Das muss man wissen. Eine musikalische Unterlegung ist fantastisch. Ich liebe die Musik dieses Spiels, sowohl den, aber es gibt echt nur wenige Themes, echt nur wenige Songs, aber der Kampfsong und der, das Main Theme, das sind einfach so gut. Das reicht mir einfach als Musik. Vor allem, da spiele ich so klar, wenn das Spiel jetzt irgendwie 14 Stunden wäre, vielleicht irgendwann würde die Musik auf den Sack gehen, wenn es dann die ganze Zeit da ist. Aber sich musikalisch einfach super unterlegt. Also, ich bin vollkommen überzeugt, die Länge des Spiels, 6,5 Stunden. Ich hätte es ein bisschen länger geschätzt, also wie gesagt, ich kannte den Anfang so ein bisschen, ich hätte es ein bisschen länger geschätzt, auch während dem Spielen hätte ich es ein bisschen länger geschätzt. Ja, bis dann der Punkt kam, wo man gegen das Orakel das erste Mal gebattelt hat. Da dachte ich mir, es wäre vorbei. Ich dachte dann so, wow, Moment mal, jetzt schon vorbei, aber dann kam noch eben mit dem Untergrund, was jetzt aber nur eine halbe Stunde noch war. Aber ist vollkommen okay, das Spiel hat 10 Euro gekostet. Kostet auch immer noch irgendwie, kostet glaube ich 11 oder so, 11,50 oder so. Ist vollkommen okay. Dass das Ganze dann 6,5 Stunden geht, so circa. Man kann da sicherlich auch noch vielleicht hier und da ein bisschen mehr rausholen. Vielleicht kommt man dann irgendwie auf die 7 noch. Wenn man sich ganz genau überall umschaut und keine Ahnung. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich fand das Spiel richtig gut. Kaufempfehlung spreche ich für die Leute, die... Danke. Warum habe ich plus... Was bringt mir das jetzt? Okay. Nun gut. Vielleicht auf den nächsten Mal. Ah ja, das Videospielpotenzial ist ja schön. Das ist ja was man in den Spielen erwähnen sollte. Videospielpotenzial ist, finde ich, da. Also, ich werde es nochmal durchspielen. Gerade weil es nicht so lang ist, ist es recht angenehm, dann nochmal durchzuspielen. So wie die Telltale Games, die sind ja meistens noch ein Stückchen länger. Da ist dann das nochmal durchspielen. Dann denke ich mir so, das fand ich gut an dem Kurzsein. Es war nichts, wo wirkte zu lang gezogen. Es waren alles kurze Segmente, kurze Set-Pieces, die aber eigentlich alle sehr gut zusammengepasst haben. Das fand ich super und deshalb, das Spiel hat ein recht hohes Videospielpotenzial. Ich weiß nicht, wie sich die Entscheidungen an sich auswirken. Und da ist das Problem, dass ich denke, dass sie sich nicht so krass auswirken, weil das Ending wurde jetzt gerade von dem Quicktime-Event bestimmt.
Keine Ahnung, muss ich gucken. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wie gesagt, also kaufen kann man sich, wenn man auf diese Art von Spiel steht, wenn man weiß, dass es eine Art von diesem Spiel ist und sagt, ja, das möchte ich spielen. Und wie gesagt, das Ding kostet 11 Euro, 10 Euro, irgendwie sowas. Für die PlayStation 4. Für den PC kriegst du bestimmt noch mehr, kriegst du bestimmt hinterhergeschwind. Da gibt es auch eine Remake-Version. Von mit ein bisschen verbesserter Grafik, was mich jetzt aber nicht interessiert hat. Kein Stück. Und ich würde sagen, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt und dieser Part gefallen. Das nächste Projekt habe ich schon im Kopf, meine Freunde. Das nächste zweite Projekt ist schon in meinem Kopf und ich weiß schon, was es wird. Ja, ich würde sagen, das war's mit Fahrenheit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Peace up und haut rein.